Ja, und wieder herzlich willkommen zu ja, Minecraft FTP Infinity. Ich habe gemerkt, dass ich letzte Folge ganz ohne Ton aufgenommen habe. Ich hoffe, das stört jetzt keinen in einer Weise, in der es nicht sein soll. Ja, okay. Wir waren dabei, eigentlich da oben eine Treppe zu bauen, aber ich brauchte erstmal Sand. Deswegen jetzt erstmal hier mit voller Elan den Sand dazu Glas machen. Und ja, jetzt wird also hier erstmal. Oder noch ein? Nee. Doch, wohl noch ein. So, 1, 2, 3. Ja, hier kann ich nämlich schon hoch machen. Oh ja, 1, 2, 3, 4. Ich muss halt bloß gucken, dass ich nicht unbedingt gegen die Mauer stoße. Was heißt Mauer? Ich meine die Mauer, sondern gegen das Ende dieser Wand. Denn das wollen wir nicht. Das sieht dann mies aus. Also von daher gucke ich jetzt mal, dass ich es irgendwie in einer anmaßenden Schönheit hinbekomme. Deswegen wird jetzt hier noch ein bisschen gemacht. Ich brauche nochmal meine Fackeln. Für ein klein wenig Licht. So, dann hätten wir nämlich das hier. Könnten hier Treppen hoch machen und von hier aus. Wieder ein paar Treppen nach hier, aber die Treppen werden nach da gelegt, weswegen ich dann erst hier wieder nach oben gehe. So. Wo ist jetzt eigentlich? Doch, die hier ist die Ebene. Ja, ich gucke, dass ich auf die Ebene hier komme. Ich bin ja eh schon viel zu hoch. Geil. Ne, halt, hier muss ich hoch. Meinte ich, hier muss ich die Türe machen. So. Und das hier wäre dann so in der Theorie, was ich brauche, also der eigentliche Gang. Ja, so, der Hovermode muss unbedingt aus. Der nervt mich schon wieder. Treppen, das mit Stair. Ja, genau, Holz, Stairs, bitte, danke. Ja, überlegen, ob ich zuerst mal den. Ja, doch, das sollte ich vielleicht erst machen. Nether Brick haben wir nur noch 6. Okay, das heißt, wir werden jetzt ein paar Mal das weg, das hier machen. So, dann haben wir noch 32, aber ich brauche meinen Chisel. Chisel. Da haben wir ihn. Dann das noch da setzen, dann haben wir nämlich Inventar gespart, den Chisel in ein Dingens öffnen, dann daraus die Blöcke machen. Mit diesen 38 erstmal Auge jucken. Oh ja. Oh, tut das gut. So, ach übrigens, ich habe mal kurz geguckt. Guck mal. 31k Kohle. 13k Kohle. Holz, meine ich. 31k Holz. Tut mir wirklich schrecklich leid. Unter anderem müssten wir eventuell gleich mal in den Nether gucken gehen, wie weit da denn der Ausbau ist. Ja, mit dem Hammer hier jetzt hauen, das ist eine schlechte Idee. Ich wollte unter anderem noch einen Schleimhammer machen. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Sag mal, kann ich aus den Dingern hier eigentlich eine Treppe bauen? Wäre das möglich? Das interessiert mich jetzt gerade mal. Geh mal weg. Nein. Oh. Das ist sehr schade. Es sei denn, gehen wir mal Netherrack. Okay, Netherrack habe ich. Gebe ich mal das Glas zurück. Hier machen wir das hier. Vielleicht kann ich aus den Netherbricks normale Dinger machen, aus den Dingern dann Stufen. Ich weiß es nicht. Das muss ich alles testen. Testen, das A und O von allem. So, dann hätten wir das nämlich hier. Das so. Dann haben wir nämlich hier Treppen von. Und diese Treppen könnte ich dann theoretisch. Nein. Mist. Okay, dann eben nicht. Mann, diese Langweiler. Ne, so, machen wir es so. Ach. Ich hasse es mal. Ich habe doch eine Axt dabei. Muss ja unten draufklicken. Entschuldigen Sie. Wollte ich das wirklich noch hier machen? Nee, ne? Ich merke gerade, dass ich es falsch gemacht habe.
Ich bin eine Spezi. Eine super Spezi. Ja, ich habe sie zu weit gesetzt. Oder zu wenig gesetzt, vielmehr. Müssen nochmal alle weg. So, und jetzt. So. So. Und so, an die Position muss nämlich jetzt der Nether Brick. So. Dann muss der auch noch hier. Jetzt ist es gut. Hier muss jetzt nicht noch das gemacht werden. Sieht man das überhaupt? Nee, ne? Wieso mache ich mir die Arbeit überhaupt? Hier sieht man's. Ich mache mir unnütz Arbeit. Irgendwas ist kaputt. Ja, was heißt, irgendwas ist kaputt? Ist nicht wirklich kaputt, aber es ähnelt mir nicht unbedingt. So, dann wollen wir hier den Gang münden lassen. Und werden dann ganz gemächlich mal hier so einen Gang machen. Ja, ich baue die jetzt extra dahin, damit ich nicht alles einzeln abbauen muss. Das ist wesentlich schneller, wie man sieht. Weiß nicht, bis wo ich das machen kann. Irgendwann dürfte ich jetzt gleich auf eine Leitung stoßen. Glaube ich. Aber erstmal hier so machen. Den Generator baue ich dann direkt nach hier. Ohne zu murren. Ja, das hier ist, das passt noch nicht. Jetzt passt es. Jetzt brauche ich noch Holz und eine Menge Holz vor allem. Ja, was heißt eine Menge Holz? Ein bisschen Holz habe ich ja. Das ist für die Stufen für die restlichen. Die Kanone kann ich jetzt mal wegtun. Ich habe noch. Ich habe eine Kabel da reingelegt. Ja, habe ich. So, dann kann ich die noch hier rein tun. Ja, so wäre auch eine Möglichkeit. Ach komm. Hier so. Zack. Bringt mir nichts. Alles ab da rein. Hier, weg, 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 weg. Den Satz behalte ich, die Glas weg, das weg, weg. Hier, das ist drin. So, der Sand wird jetzt wieder zu Glas. Dann brauche ich noch ein klein wenig Wut. So, 152 Diamanten. Was für eine Menge. Jetzt wünsche ich mir eine Picke mit Efficiency 5 drauf. Aber ich habe keine Picke mit Efficiency 5. Ich werde auch nie einen besitzen. Grund ist erstens, weil es mich viel zu viele EP kostet und zweitens ist es nicht reparabel. Von daher, wenn die Picke kaputt ist, ist sie kaputt. Und das ist doof. Ja, das ist gut. Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Viel besser. Das passt ja schon mal alles. Ja, ich würde empfehlen, dass ich dann hier dann den Raum mache. Geh kaputt. Granit. Ja, brauche ich so viel? Na, nicht unbedingt, aber mache ich trotzdem. So, dann hier noch weg. Das wäre dann Nummer 2. Das wäre immer noch nicht genug. Noch nicht, wohlgemerkt. So. Ja, das sollte genug sein. Weil ich muss den Reaktor ja sowieso noch ein klein wenig nach oben bauen. Und außerdem, ich kann nicht weiter. Da ist Gras. Also habe ich hier das Maximum rausgekitzelt. Sonst würde ich mir den Berg kaputt machen. Das will ich ja nicht. Ich habe Kupfer gefunden. Cool. Tschüss Granit. Den Kupfer nehme ich mit. Der ist wichtig. Der war draußen. Interessant. Aber das wird zugemacht. Ist eigentlich eine gute Idee, dass ich den damit zumachen kann. Zack. So, Loch zu. Nein, das war falsch. So, war richtig. Weg. So,
So, dann baue ich hier nämlich den Reaktor hin. Ich hoffe, hier ist nichts Wichtiges drunter. Wenn doch, habe ich fast eine Arschkarte. Brauche ich eine 5x5-Ding? Ja, ne? 3x3 ist die Base. Das heißt, ich brauche 5x5, muss der Rest sein. Das passt aber auch gerade so, ne? Ich würde ja gerne mal gucken, was hier drunter ist. Ich weiß es nämlich gerade echt nicht. Die Hühnchen sind es nicht. Das dürfte dann die Verarbeitungsanlage von mir sein. Ja, aber noch einen kann ich runterbauen. Das ist gut. Ich muss mal ein klein bisschen... Ah, nee, ich weiß, warum das so leise ist. Aha, ich hab da was verstellt. Jetzt ist es richtig. Ich hatte ja die Lautstärke mal manuell verstellt, das war ja blöd. Deswegen höre ich die ganze Zeit nur so ganz leises Summen. Höhö. Nicht gut. Moment. Ich brauchte nicht so, ich brauchte auch das hier. Muss auch weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. So. Und ich brauche noch ein bisschen Ender. Flüssiges Ender. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, die Rotz kann ich auch nur zwei hoch machen. Ne, die Rotz mache schon drei hoch. Fertig. Ups. Wie kommt der da hin? Habe ich die Dinger aufgebraucht? Okay. Auf nach unten. Mehr. Wir brauchen mehr. Graphit. Wie baue ich die Dinger nochmal? Okay, ich habe keine Ahnung. Big Reactors, bitte sehr, danke sehr. Hä? Okay. So, das dürfte reichen. Dürfte. Könnte. Ob es so ist, weiß ich nicht. So, so, so und so. Nein, so. Weg. Dann habe ich die 18 Glas, die kann ich hier schon mal verbauen. War das so oder musste ich das anders machen? Ja, das musste ich anders machen. Das ist falsch. Zumindest kriege ich das Glas zurück. Weil ich glaube, ich musste das hier dann so abschließen. Aber ich brauche dafür noch ein bisschen Graphitblöcke. Am besten baue ich einfach so viel Graphitblöcke, wie es geht. Das wäre die möglichste, die bestmöglichste Alternative. Das wären 16. Das reicht niemals, weil ich brauche auch noch Graphitblöcke, ach, die Dinger, die Blöcke für, Sarat, die K, ach, die. Ja, wie hieß es? Ach, man weiß, was ich meine. So, 4 Words, das heißt hier, hier, hier und hier. Der Rest wird mit Reaktorglas zugemacht. Zumindest kann man das so machen. Das hier wird ebenfalls alles Reaktorglas. Vier so. Jetzt brauche ich eben Glas und noch mehr anderes Zeug. Dann Power In und Outlet. Da fehlen mir die Access Ports. Ja, werde ich noch hier tun. Einer da, einer noch da. Das Power Tab. Das kommt neben den Controller. Das Power Tab kommt also noch da. Oder? Ja. Und der Ding kommt noch da. Jetzt brauche ich halt nur noch ein bisschen Glas und mehr von den Graphit-Dingen und die Yellorium-Rods.
Der Rest dürfte sich dann automatisch ergeben. So, aber zuerst brauche ich noch ein bisschen Graphit. Das heißt, Kohle, komm mal her. Und Öfchen. So, die Dinger brauche ich. Den Rest kann ich jetzt schon mal wegmachen. Ich kann den letzten Engine mal daran klemmen. Ich will ja nicht wirklich Dampf verschwenden. Ich will ja möglichst viel an Dampf in die Energie verwandeln. Zack, der nächste. Also es ist tatsächlich so, dass ihr zuerst den ersten braucht. Und wenn der nichts mehr hergibt, geben die hier noch. Also bleibt mein Level praktisch immer stabil. Das heißt, ich will jetzt auch noch ein paar Steam Dynamos bauen. Dynamo. So. Wie viel baue ich noch? 5, genau. Nein. Na, ich wusste es. Noch 5. Nein! Mann, Thermal Foundation, nicht Forestry. Danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Davon ebenfalls 10. Ja, klicken wir, bis der Arzt kommt. So. Das waren keine 10, dafür brauchte ich bloß 5. Habe ich schon gesagt, dass ich manchmal echt doof bin? Na, was heißt manchmal? Eigentlich bin ich ziemlich oft ziemlich doof. Na. Liegt wohl so daran, weil ich doof bin. Tja. Egal. Jetzt erstmal dran klemmen. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind eine Menge Engines. Schaffen die das? Antwort: Nö. Ist mir aber egal. Irgendwann schaffen die das. Ich habe selten so viel Zeug produziert, also Energie. Mit Steam Dynamos, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mal gern gewusst, was ich jetzt für ein Plus habe. Und dazu, um das Plus herauszufinden, muss ich erstmal den hier machen. Und das die Zelle leer saugen. Hä? Ah, jetzt. Ein Minus von 2360 habe ich insgesamt. Tja. Was war das? 2700? Das wird immer mehr. Naja, egal. Falsches Ding. Jetzt wird erst einmal wieder auf 2000 geschraubt. Und geguckt, wie viel haben wir plus? 360. Ach du Schande. Da können wir 2300 draus machen. So. Oh ja, das läuft. Hashtag läuft. Na, aber egal. Wir brauchen unser Graphit. So. Glas haben wir ein bisschen. Also B, E und G. So, wir brauchen das hier. Dafür brauchen wir die Dinger. Davon haben wir nämlich keine mehr. Hier haben wir nochmal ein Stack. Sollte reichen. Sollte. So, dann brauchen wir das hier. Wie viel brauche ich davon? Nicht viele, aber auch nicht wenig. Ich mach mal 32. Oder? Machen wir 24. Das sollte theoretisch reichen. So, davon brauche ich 1, 2, 3. So, das war das erste. 2, 3 ist das zweite. 1, 2, 3 ist das dritte. Und 1, 2, 3 ist das vierte. In der Theorie. In der Praxis sieht alles noch ein klein wenig anders aus. Unter anderem brauche ich jetzt noch Enderperlen. Das muss erstmal weg. So. Ich glaube, ich muss mal die Produktion mit Enderperlen einstellen. Das wird langsam ein bisschen viel. Dann brauche ich noch Buckets. Möglichst auch ein paar leere. So. 1, 2, 3, 4. Mehr brauche ich nicht. Oh, warte, die Ender. Ach, scheiße, das hatte doch die Scheißeigenschaft. Und ich habe da. Oh, nein, nein, nein. Das ist ganz schlecht. Muss ich gleich erstmal raus. Och, nö. Och, nö. Destabilisiertes Redstone.
Tank, 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 Tank. Geben wir mal den hier. Den muss man da drauf stellen. Und dann umleiten. Das ist jetzt drin? Ja, es hat funktioniert. So. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann kommt hier jetzt die Enderperlen rein. Und mach mal. Wie schnell das lädt. Schön. Ja, aber das mit dem Ender, das ist jetzt so eine Sache, weil wenn ich da dran komme, werde ich wegteleportiert. Das ist also so eine kleine Schwierigkeit, wie ich das den Reaktor dann befülle. Von oben ist nicht das Schwierige. Von unten ist es wesentlich schlimmer. Das Zeug fließt nämlich auch. Da müsste ich eventuell doch mal nach oben. Komm, mach da. Nur die letzte. Zack. Schon mal 4 Buckets mit Ender. Tja. Ich glaube. Ach, das war es nicht. Das war es nicht, was ich wollte. Hier noch so ein bisschen. Und. Hier erstmal den Rest mache ich gleich. So, dann die Yellorium-Rods. Die werde ich jetzt erstmal machen. Dran stellen. Halt, die kann ich noch nicht machen. So, so, nein. So, so, so. So, so. Und Glas dran. Der Reaktor wäre an sich fertig. Ich habe auch noch kein Kühlmittel drin, deswegen werde ich ihn auch nicht laufen lassen. Jetzt muss ich erstmal nach oben. Oh, der auch weg. Ja. Sehr gut. Und ja, das muss ich machen. Ich muss ja irgendwie an die Control Rods drankommen. Oder vielmehr nach hier oben, damit ich den Reaktor mit Kühlmittel befüllen kann. Streck mal. Scheiße, ich brauche 5 Eimer von Ender, nicht 4. Shit. Och man, hau mich doch kaputt. Das ist nicht gut. Das war auch nicht gut. Und dann noch den hier. So. Und nichts darf drin sein. Wenn da was drin ist, funktioniert es nicht. So. Alles fertig. Das Ding wieder noch da. So. Aber jetzt also mal 1. Das war der falsche. 1 so hoch. 1. So. 2. 3. Nicht reinkommen. Nicht reinfallen. So. Und Nummer 4. Jetzt brauche ich noch einen. Sieht auf jeden Fall dann sehr, sehr nice aus. Dann legt man da einfach nur noch Yellorium rein und da hat man eine Energieproduktion. Ne, ich brauchte noch Ender. 1, 2, 3, 4. Und ein Eimer. So, komm, die letzten 4. Die letzten 2. Nur noch die letzte. Ja, das ist also so. Jetzt haben wir eigentlich einen fertigen Reaktor ohne Sprit. Weil so ein Yellorium-Reaktor braucht natürlich auch Uran bzw. Yellorium zum Laufen. Und halt Deckel drauf. Zack. Fertig. Ja, er ist fertig. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, wir könnten ja mal einen Stack reinlegen, ne? Aber zu den Kapazitoren. So. Ich denke mal, ich werde mir da oben eine Batterie hinsetzen. Aus den hier. Energetic Alloy war was nochmal?
Glowstone, Redstone, Gold. Okay. Brauche ich das hierfür auch? Ja. Okay, Glowstone, Redstone, Gold. Redstone. Gold. Und Glowstone. Die alle in den Dingens hier. Daraus kriege ich die Energetic Alloys. Aus den Energetic Alloys plus die anderen Dinger kann ich Zeug machen. Also brauche ich davon noch ein paar. Ich habe davon momentan 16. Das heißt, ich könnte 8 von denen machen. Das heißt, ich könnte bloß 2 von den Zellen hier machen. Das wären 10 Millionen Speicher. Von denen dann. 10 Millionen. Das heißt, ich mache mir noch ein paar davon. 6. Das ist Nummer 3. Das ist zu wenig. Ich brauche mehr Goldnuggets. So. So, kostet ja nicht viel. 5, 6. Weil ich kann. Nochmal Kapazitoren. Welcher war denn jetzt der 25er? Der hier. Machen wir mal ein paar. Ja, ein Stack sollte reichen. Jetzt brauche ich halt nur noch eine ganze Menge Vibrant-Alloy. Das braucht aber erstmal. In der Zwischenzeit kann ich mal oben einen kleinen Barren reinwerfen. BTW, das hier ist bitte ein Output, kein Input. So, dann werden wir mal 4 reinwerfen. So, wir haben 8,3% drin, das heißt, mach mal Activate, wie viel haben wir Output? Es ist nicht viel. Aber wie gesagt, das sind 8,3%, die gerade etwas über 300 erzeugen. Das für eine wirklich sehr, sehr lange Zeit. Weil das ist 0. Also der Verbrauch hat 0,088 Zeug pro Ding. Da sieht man es ja. Fuel hat er etwas über 4000 und er braucht gerade wirklich sehr wenig. Sehr, 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 sehr wenig. Maximal kann ich da 48 Barren reintun. Geil. Geil, geil, geil. Der hat einen internen Speicher von... Wie viel ist das? 10 Millionen? Das sind tatsächlich 10 Millionen. Boah, das ist viel. Da kann ich hier schon mal eine Leitung legen. Moment kurz, Mikro. Ach, mal richtig hinsetzen. So. Und nicht nur liegen. Naja, auf jeden Fall. Wir könnten die jetzt noch... Was heißt das hier eigentlich? Fuel Activity heavily irradiated causes higher levels of radiation reduce full burn-up. Ich glaube, das ist cool. Gut, meine ich. Geil. Ja, das braucht eine Weile, bis das ansatzweise depleted ist. Und wenn doch, dann wird er das hier auto-ejecten. Glaube ich zumindest. Wie mache ich das nochmal automatisch? Containments Reactor. Place the inlets and reactors access ports. Outlet Mode. War das nicht automatisch? Irgendwie konnte ich das doch einstellen, dass. Ach nee, das musste ich vorne einstellen. Stimmt ja. Do not auto eject waste. So, das ist es. Das heißt, wenn es fertig ist, ejected er den Waste. Und daraus, aus dem Cyanid, was dann da rauskommt, kann ich dann noch anderes Zeug machen. Aber das, was ich da habe, das wird jetzt erstmal, wie gesagt, das waren jetzt 4, die ich da drin habe, das wird jetzt erstmal eine super lange brauchen, bevor das weggebrannt ist. Und ich habe 1088 Zeug und dann noch 300 noch was Hilurium, das war ja vor dem Update. Und das wird vor allem nicht weniger, ne? Ich habe ja auch noch Uran. Uran, ja da 1015 2. Ich glaube, ich muss die Query woanders hinstellen. Das ist dann doch vielleicht ein klein wenig zu blöd. So, Sand und Sand und Sand. So, in der Zwischenzeit könnte ich eigentlich noch mal ein paar Zellen machen. Speicherzellen. Was brauche ich eigentlich noch? Also eigentlich brauche ich bloß die 4K-Zellen. Die Dinger brauche ich ein paar. Ich frage mich gerade, ob ich genug habe.
Das zu, oh, 2000, Alter, das ist viel. Quarzglas, genau, 112. Das ist vielleicht ein klein bisschen viel, viel. Ich habe 15 Zellen. Ich muss mir mal, weiß ich, 10 machen oder so. 108 Jozertus Quarzkristalls. Okay, danke für die Info. Dafür brauchte ich den Sand, glaube ich. Ich mache direkt mal 2. Wurde übel. Ja, das muss gerade mal warten. Bitte sag mir nicht, dass der das für den Ofen braucht. Kann das brauchen? Wenn ja, muss ich das sofort stoppen. Nö, kann er nicht brauchen. Gut, bin glücklich. Gold. Beziehungsweise könnte ich das hier mal machen. Dann wird er nämlich jetzt die ganze Zeit erstmal die Kristalle da rein tun. Haben wir noch ein paar Zertus-Dinger? Oh ja. Noch etwas mit die paar hundert. Passt. Das und das nach oben, das ebenfalls nach oben. Ja. So, in der Zwischenzeit, ich könnte mir auch ein paar abzweigen und dafür mal Quarzglas machen. Glas habe ich 80? Wow, das ist wenig. Ich habe generell mit mehr gerechnet. Also mit mehr Glas, also wow. So, nochmal 48 Quarzglas. 48 Quarzglas? Naja, egal. Ich brauche Sand. Das heißt, ich muss jetzt nochmal ein bisschen Kobbel durchdrehen. Beziehungsweise muss ich das machen. Okay. So, das wär's dann auch wieder mit der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Däumchen und ein Abo hier. Habt ihr gemerkt, ich hab's andersrum gemacht. Haha, ich schlimmer Finger. Nee, und Comments sind auch immer gerne gesehen, was ihr noch sehen wollt, was ich, wo ich mich mal ransetzen soll, als nächstes zum Beispiel. Und ich hoffe, jetzt kann ich den Reaktor bald anschließen und mehr Strom ist immer besser. Naja, euch dann noch viel Spaß beim Zocken und bis dato, bye bye.